Yeah, so da bin ich jetzt also am Nordpol. Und jetzt ein Nordpol-Einhorn finden? Die Alte hat wohl den Knall nicht mehr gehört. Nee. Das ist ja wie damals zu den Stasi-Zeiten. Also hier sehe ich auch kein Einhorn. Noch nicht einmal ein Nordpol-Einhorn. Du bist ja. Haha, das ist ja toll. Ja, ich hab's. Zauber uns wieder zurück. Na los, mach schon. So, jetzt hab ich dich. Nanu? Wo ist es denn jetzt hin? Das Nordpol-Einhorn. Ich habe es doch hier hinlaufen sehen. So ein Mist. Jetzt hat es sich wohl versteckt. Das ist gar nicht so einfach zu fangen, wie ich glaubte. Bartholomäus! Bartholomäus, komm mal! Da bin ich schon. Na, hast du es gekriegt? Nee, eben nicht. Aber es ist doch hier lang gelaufen. Da hätten wir es doch jetzt sehen müssen. Ja, eigentlich schon. Aber es ist weg. So richtig weg und futsch, so wie futsch und nicht mehr da? Ja, genau so. Blödes Spiel. Und jetzt? Jetzt müssen wir das Einhorn finden. Aber wie? Nanu, was ist das denn? Was meinst du? Ja, guck mal. Hier. Das ist nur eine schwarze Feder. Richtig. Und kennst du hier jemanden am Nordpol, der schwarze Federn trägt? Nö. Merkst du immer noch nichts? Nö, was soll ich denn merken? Ja, riech doch mal. Hier riecht's nach Schwefel. Warst du das? Nein, das meine ich doch nicht. Hier wurde gezaubert. Hier war Magie im Spiel. Aha. Du meinst also, nö. Keine Ahnung, was du meinst. Ja, denk doch mal nach. Wie viele Leute kennen wir, die Magie benutzen? Keinen. Moment. Außer? Richtig. Außer wen? Ja, Gea. 100 Punkte, mein Freund. So, und eine Rabenfeder war ja, oder ist er hier auch? Das heißt also, Dass Jagia ein Rabe ist oder sich in einen Raben verwandelt hat? nein, sie hat doch da ihren Diener oder Sklaven. Den, boah, wie heißt der denn nochmal? Blackie. Der ist doch ein Rabe. Der hat bestimmt in ihrem Auftrag das Nordpol-Einhorn entführt. Aha. Na, wenn du das meinst. Ja, aber sowas von. Du, da lege ich gleich meine Hand für ins Feuer. Nee, ich glaube, du könntest deine Hand noch gebrauchen. Ach, das sagt man doch nur so. Ja, weiß ich doch. Und was machen wir jetzt? Ja, wir müssen zum Südpol. Um Jagia zu besiegen und um das Nordpol-Einhorn zu befreien. Moment. So weit, so gut. Aber ich habe da ein Problem mit deinem Plan. Ich habe ein Problem mit dem Wort wir. Ja, du musst doch mitkommen. Ja, du, da hast aber Sand dran. Wieso das denn? Ja, du kannst fliegen. Ja, und? Ja, ich nicht. Und ich bin auch um einiges schwerer als du. Schon allein, weil in mir ja so viele Geschenke drin sind. Nee, du. Du bist viel besser aufgehoben, wenn du alleine losdüst. Alleine losfliegst. Ja, oder so. Also, dann alles Gute. Ich bleib hier und pass auf den Weihnachtsmann auf. Ciao, ciao. Ja, aber. Ach, Menno. Jetzt muss ich schon wieder alleine los. Ja, mir bleibt auch gar nichts erspart. Naja, aber das Nordpol-Einhorn muss befreit werden. Ich hoffe zumindest, dass Jagia es hat. Und ich mag mir nicht ausmalen, was sie mit dem Einhorn vorhat. Na dann mal los. Blackie, wie kann man nur so blöd sein und Beweise am Tatort hinterlassen?
Wir haben eine deiner Federn dort gefunden. Und jetzt werde ich wahrscheinlich noch unangenehmen Besuch kriegen von diesem Fritz. Ich hätte das Nordpol-Einhorn ja am liebsten selber gefangen. Aber das geht ja nicht. Und warum nicht? Weil der Weihnachtsmann mich hierhin verbannt hat und ich hier nicht wegkomme und auf dich angewiesen bin. Aber du bekommst noch deine Strafe. Verlass dich drauf. Ja, es ist ja Diskriminierung. Also was ich mache, ist verkehrt und wenn ich mal nichts mache, ist es auch verkehrt. Halt den Rand. Ich werde mich jetzt hinlegen und mich ausruhen und du bewachst das Nordpol-Einhorn. Und wenn was ist, rufst du mich. Uiuiuiui. Das hier ist also jetzt die neue Behausung. Oder was heißt neue Behausung? Ist ja schon 500 Jahre her. Aber die Behausung der Südpolhexe. Und da ist auch das Einhorn. Das arme, arme Tier. Ich muss es unbedingt befreien. Ne? Ja. Ja, was ist das denn hier? Stasi oder was? Blacky, alles gut. Ich bin's, der Oberweihnachtself Fritz. Ach ja, stimmt ja. Ich hab mich schon gewundert. Ja, ich sag mal, du, das ist aber jetzt blöd, dass du hier bist. Ja, ich weiß. Jetzt müssen wir gegeneinander kämpfen, oder? Eigentlich ja, aber ich will gar nicht. Ich bin viel zu voll zum Kämpfen. Das ist schon mal gut. Würdest du mir denn helfen, das Nordpol-Einhorn zu befreien? Naja, ich meine, ich muss es ja entführen. Aber gezwungenermaßen, wegen der Jagia, der Eulenhex. Ja, das weiß ich ja. Aber vielleicht könnten wir dich ja erlösen von diesem Zauberbann. Och, das wäre gut. Es geht aber nur, wenn die Jagia wieder gut wird. Aber wie will man einer Südpolhexe die Bösheit wegmachen? Das ist ja praktisch so, als wenn man einen Zuckerwürfel ohne Zucker in Tee backen würde oder so. Ich weiß, war jetzt ein komischer Vergleich, aber mir ist keiner eingefallen. Wir hatten ja damals nichts ab, ne? Ja, ja. Lass mal überlegen. Wenn du mal sauer warst vor deiner Versklavung, sag ich mal, vor dem Zauberbann, wie bist du immer glücklich geworden? Ja, durch Lachen und Kitzeln. Aha. Moment, das bringt mich auf eine Idee. Was hältst du davon, wenn ich versuche, der Jagia die Bösheit aus dem Leib zu kitzeln? Ja, also theoretisch finde ich das eine ganz tolle Idee. Aber was machst du, wenn das nicht klappt? Dann siehst du ganz schön alt aus, ne, mein Gurtster. Was machen wir denn dann? Also das ist ein sehr riskanter Plan, das muss dir bewusst sein, ne, lieber Genosse. Ja, das ist mir bewusst, mein Freund. Aber naja, wenn's klappen sollte, Jagia wäre wieder gut, das Nordpol-Einhorn wäre gerettet und ich wäre erlöst. Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals war, hier von der Versklavung. Also, es käme dann auf jeden Fall auf einen Versuch an. Ich muss es einfach versuchen. Und du hilfst mir? Ja, soweit ich kann. Ne, ich kann Jagia nicht in den Rücken fallen, so richtig. Weil ich stehe unter ihrem Zauberbann. Ja, aber guck mal, das Nordpol-Einhorn. Ich weiß, es ist das letzte seiner Art. Es wäre schade, wenn es getötet werden wird. Ja, sehr schade. Also pass mal auf. Ich ruf gleich, dass das Nordpol-Einhorn in Gefahr ist und du versteckst dich am besten irgendwo und dann kitzelst du sie im richtigen Moment richtig schön aus. Was hältst du davon?
Ja, eine gute Idee. Ja, ne? War ja auch eine Idee von mir. Da wird sich die Partei bestimmt drüber freuen hier. Und wo sollte ich mich verstecken? Ja, vielleicht da hinter dem, alten Stuhl, ne? Da wird die dich nicht sofort sehen.